Hi, ich bin Philipp. Es ist Digifernunterricht, die Videoreihe, in der ich mir Gedanken mache zu allen Fragen, die mit dem Fernunterricht und der digitalen Unterstützung zu tun haben. Und was jetzt fast schon ein bisschen zu spät ist, ist die Frage, wie stellt man, wie geht man mit Umfragen zum Fernunterricht um? Umfragen, die Schulen an Lehrkräfte, an Schülerinnen und Schüler, auch an Eltern verschicken und mit denen sie die Wahrnehmungen und die Einschätzungen dieses Fernunterrichts überprüfen und sichern wollen. Und ich bin jetzt nicht Fachmann für Umfragendesign, aber ich habe schon ein paar Gedanken mir dazu gemacht, habe ein paar Fragen beantwortet, habe auch an den Umfragen meiner Schule mitgearbeitet. Und hier kommen so drei Punkte, die mir wichtig scheinen. Es ist nicht eine Anleitung, wie man die perfekte Umfrage macht, aber es sind so ein paar Designprinzipien, würde ich vielleicht sagen, die man sich überlegen könnte, überlegen sollte. Punkt 1. Was ich sehr spannend finde, ist, wenn man unterschiedliche Perspektiven sichtbar macht. Also, wenn man beispielsweise die Schülerinnen und Schüler fragt, wie gut konntest du zu Hause lernen? Also, zum Beispiel, ich konnte sehr gut lernen, besser als in der Schule, ungefähr gleich gut wie in der Schule, deutlich weniger gut als in der Schule. Diese drei Optionen. Jetzt stellt man dieselbe Frage an alle Lehrkräfte, wie gut konnten Schülerinnen und Schüler zu Hause lernen und an alle Eltern. Und wenn jetzt bei allen dasselbe Resultat rauskommt, dann kann man wie sagen, okay, so ist es wahrscheinlich. Aber wenn sich jetzt zeigt, die Lehrkräfte denken, die konnten überhaupt nicht gut lernen, aber die Schülerinnen und die Eltern denken, das ging eigentlich ganz gut oder vielleicht sogar ein bisschen besser als in der Schule, dann zeigt das so wie ein Wahrnehmungseffekt, der dann spannend ist für die Schule, sich zu fragen, ja, weshalb sehen das jetzt die Lehrkräfte so anders als die Eltern und die Schülerinnen und Schüler? Und solche Fragen zu haben, also Items, sagt man dem, Frageobjekte, die Dinge, die abgefragt werden in einer Umfrage, die identisch sind, aber aus unterschiedlichen Perspektiven beantwortet werden, das scheint mir so ein ganz zentraler Punkt bei so einer Umfrage zu sein. Etwas, wo man ein Ergebnis bekommt, das dann wirklich eine Aussagekraft hat. Das ist jetzt auch gleich der zweite Punkt. Wenn ich etwas frage, dann muss ich mir wie überlegen, was sind die Konsequenzen? Also wenn ich jetzt frage, wie war das, ohne Notendruck zu lernen? Und die Schülerinnen und Schüler sagen, das war super. Und die Lehrpersonen sagen auch, das war ganz großartig, die Eltern auch. Dann wird das auch irgendwie heißen, wir müssen an diesen Noten was ändern. Wenn das so wäre, dann ist die Frage, können wir da wirklich was ändern? Also sollten wir nicht die Dinge abfragen, wo wir wissen, wenn das Ergebnis so oder so ist, dann gibt es Dinge, die wir verändern können. Also ich würde sagen, die Fragen sollten sich auf den wirklichen Handlungsspielraum beziehen und nicht auf Dinge, die man zwar irgendwie befeedbacken kann, aber das Resultat ändert nichts an dem, was man tut. Also wenn man zum Beispiel fragt, hätten Sie es gerne gehabt, wenn relevante Entscheidungen früher gefällt worden wären? Dann sagen wahrscheinlich die meisten Menschen, ja, das wäre total super gewesen, viel früher entscheiden, viel früher informieren. Nur bei der nächsten größeren Krise mit einer weltweiten Pandemie ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr klein, dass irgendjemand. Jetzt läutet es ja, so ist es, wenn man wieder im Schulhaus ist. Entschuldigung. Bei der nächsten weltweiten Pandemie ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr klein, dass irgendjemand schon Wochen vorher ein Konzept sich ausgedacht hat und das kommunizieren kann. Deshalb dann frag es einfach nicht, weil wenn du nichts ändern kannst, weshalb dann diese Frage stellen? Der letzte Punkt. Umfragen werden von Schulleitungen, von Lehrkräften gemacht, die sehr gut ausgebildet sind, die viel mit Sprache, mit Statistik arbeiten, die auch ein gutes Verständnis für Komplexität haben. Eltern kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Es gibt die, die ein viel besseres Verständnis von Komplexität haben und die dann einem vielleicht diese Umfrage mal um die Ohren hauen und sagen, hey, so macht man keine Umfrage, was ist das für eine Vorstellung von Statistik? Und man hat die, die Mühe haben, überhaupt einfache Fragen zu lesen. Deshalb, keep it simple. Also stell nicht zu viele Fragen, gib nicht zu viele Antwortoptionen. Es reicht oft, einfach Ja-Nein-Fragen zu stellen.
Es reicht oft, drei Möglichkeiten zur Auswahl zu geben und nicht fünf oder sieben oder einen Zahlenwert von 1 bis so und so. Also wenn du nicht sagen kannst, warum muss das jetzt so kompliziert sein, nur weil es sich irgendwie in diesem Umfragetool schick anfühlt, wenn man da noch eine Likert-Skala einfügen kann oder sonst was, muss man es nicht machen. Also versuch, alle unnötigen Fragen zu streichen, versuch vielleicht die Zeit auf 5 Minuten zu beschränken. Also wer es ausfüllt, sollte in 5 Minuten fertig sein mit dieser Umfrage. Und wichtig ist dann auch, gib ein Feedback. Das habe ich jetzt nicht als eigenen Punkt genommen, aber wer die Umfrage ausfüllt, sollte auch die Resultate zurückbekommen, dass man sagen kann, okay, so sind meine Antworten im Vergleich mit denen aller anderen Befragten einzuschätzen. Das ist eigentlich zwingend, noch eine Anschlusskommunikation zu haben. Also schön würde ich es finden, wenn eine Schule alle Eltern und alle Schülerinnen befragt, dass sie ihnen sagt, das sind die Ergebnisse der Befragung und diese 5 Konsequenzen leiten wir davon daraus ab. Also wir stellen vielleicht 5 Fragen, die dauern 5 Minuten, um sie zu beantworten, und daraus leiten wir 5 Konsequenzen ab, was wir als nächstes tun. Das scheint mir ein sehr schönes Ideal zu sein, wird nicht immer umsetzbar sein, aber an dem könnte man sich orientieren. Schaffen wir es, 5 Minuten zu haben, schaffen wir nur 5 Fragen zu stellen und können wir 5 Konsequenzen daraus ableiten. So, das war jetzt etwas viel Zahlenakrobatik zum Schluss, aber wie immer danke ich sehr für die Aufmerksamkeit, freue mich aufs nächste Mal und tschüss.